begrüße Sie zu der Tag auf Ländle TV. Bei uns wird's erstmal sportlich. Gestern ging das Unica VfV Cup-Finale über die Bühne. Schwarz-Weiß Bregenz traf dabei auf die Juniors aus Dornbirn. Helmut Welte war für Sie mit dabei. 46. Unica VfV Cup-Finale im Hohenemser Herrn-Ried-Stadion. Die Elite-Liga 11 von Schwarz-Weiß Bregenz trifft auf die Überraschungself des diesjährigen Bewerbers, den Underdog aus der Landesliga, die FC Dornbirn Juniors. Und der Favorit aus Bregenz legt gegen die blutjunge Dornbirner Truppe gleich richtig los. Vierte Spielminute, die Messestädter noch nicht richtig in der Partie. Erster Warnschuss der Bodenseestädter. Amir Dervisevic sieht aus 15 Meter ab. Dornbirn-Keeper Podracic verhindert einen frühen Rückstand. Ganze zwei Minuten später. Und da klingelt schon Vinicius Gomez auf Joshua Merz. Und dann macht's bumm. Die Kugel zappelt zum 1:0 im langen Eck. Was für eine Anfangsphase in diesem Cupfinale. Die Bregenzer haben mächtig Druck auf dem Kessel. 12. Spielminute. Gomes Fersler zu der Visevic. Dessen Abschluss kann Dornbirn-Keeper Podracic nur kurz abwehren. Reinaldo Caetano ist da. Und es heißt 2:0. War's das schon? Nein, die Schwarz-Weißen vom Bodensee haben noch nicht genug, spielen weiter nach vorne, lassen den Messestädtern kaum Luft zum Atmen. Ganze 11 Zeigerumdrehungen später, die Matchuhr zeigt die 23. Spielminute. Mendes Barbosa, Sieger im Kopfballduell mit Dünser. Die Murmel kommt zu Vinicius Maciel Gomez und der bezwingt den Dornbirner Keeper aus rund 40 Meter zum 3:0. Traumtor in Hohenems. Und die Brasilien-Festspiele im Herrenried gehen weiter. Ganze zwei Minuten später, Yuri Silva Gomes auf Welder Barbosa Mendes. Der läuft noch Kalim davon und nagelt das Ding zum 4:0 und das Quergebälk. Noch 8 Minuten bis zur Pause. Eckball FC Dornbirn Juniors. Jüsi Öak bringt die Kugel genau auf die Birne des blankstehenden Ömer Korbaci und der bezwingt Bregenz-Keeper Grubor zum 4:1 Pausenstand. Zweite Spielhälfte. Die Bregenzer machen weiter Druck. Keine zwei Minuten gespielt. Glück für den FCD. Caetano auf Yuri Gomez und das Leder prallt vom Aluminium ins Feld zurück. Eine Minute später, Eck bei Bregenz, der Visevic sieht ab, Krijic putzt das Ding von der Linie. Die Angst aus Dornbirn sind nun aufgrund einer Systemumstellung besser in der Partie, können aber Schwarz-Weiß nicht richtig fordern. Vielmehr setzen die Bregenzer noch einen drauf. Noch sind 10 Minuten zu spielen, Caetano setzt sich gegen Gunst durch und ein Wechselspieler, Volkan Akildis, schiebt die Kugel zum 5:1 Endstand ins leere Tor. Zum auch in dieser Höhe verdienten Finalerfolg für Schwarz-Weiß Bregenz. Cupfinale, Schwarz-Weiß Bregenz gegen FC Dornbirn Juniors 5:1. Aber die Torschützen und die Dornbirn Juniors Ömer Korbaci.
insgesamt auf die Pokalsaison natürlich sehr stolz. Das heute war leider nicht so, wie wir es uns erwartet haben, aber auch von der Höhe, glaube ich, vollkommen verdienter Sieg für Schwarz-Weiß-Bregenz. Und ja, von dem her alles gut. Wir haben bis dahin sehr gut gespielt. Heute war der Gegner deutlich besser. Wir haben schon in den letzten Spielen, haben wir schon gemerkt, wenn wir es 1-0 machen, ist natürlich super für uns. Aber ich war bis zum Halbzeit, bis zum Schluss eigentlich nervös, kann man jetzt nicht sagen, aber du bist immer noch, kann was passieren und die Jungs überhaupt nicht. Die haben einfach durchgezogen. Nach so viel Sport wird es traditionell. In unserer Rubrik Dialektwort der Woche haben wir uns auf der Straße umgehört, ob die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger alte Dialektbegriffe noch kennen. Dieses Mal war die Frage, wer oder was ist das? Das kann ich nicht einmal aussprechen. Leia. Leitschi. Na? Leia, mein Gott, wer spricht man so richtig? Leia ist, wenn du ein Lord ist oder etwas. Leia. Etwas ausleihen. Schaufeln. Nein, wir haben neue Sachen da. Das ist noch nie gehört. Leie. Nur im Wien. Mhm. Und es ist ein Problem im Wien. Echt der Schnee? Nein, ich weiß es nicht. Ja, es ist der Schnee, ja. Wenn Eis und Schnee ist, gehen wir raus. Es gibt Schneeschaufeln. Und es kann. Vom Schnee her? Ja. Eis. Es ist Schnee. Dann kann es entweder Skifahren sein oder Schlitten fahren. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein, aber es ist ein Problem im Winter. Ach, der Eis, sei es. Lawine. Lawine, Lee. Wow. Allein ist eine Lawine. Allein ist natürlich im Walsertal eine jahrhundertalte Gefahr. Es gibt natürlich Staublei und es gibt eine Grundlei. Und es gibt dazwischen natürlich verschiedene Möglichkeiten. Was ist die Lawine? Leia. Wir sagen Leia. Ja. Lei. Lei ist irgendwas. Wie kommt man auf das eigentlich? Ich weiß nicht. Das ist total. Alte Walzer gefragt. Lawine. Leia. Ja. Ja, es haben jetzt aber gehört. Das war's schon wieder für heute. Wie das Wetter wird, das wissen die Kollegen vom Kachelmann-Wetter. Bleiben Sie also dran. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, morgen um 18.50 Uhr bei Der Tag auf Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut. Über Pfingsten gibt es unbeständiges Wetter. Bereits der Freitag startet in den Bergen mit Wolken und ersten Regengüssen. Im Unterland bleibt es noch bis über die Mittagszeit verbreitet trocken und recht sonnig. Bei einem Sonne-Wolken-Gemisch treten dann nachmittags und abends wiederholt kräftige Schauer und einzelne Gewitter auf. Örtlich fallen sie heftig aus. Es wird drückend warm mit 25 bis 29 Grad am Nachmittag. Über Pfingsten hält dann das unbeständige Wetter an. Es gibt keinen ganz trockenen Tag, allerdings ist der Wettereindruck nicht unfreundlich. Es gibt jeweils längere sonnige Phasen und es wird immer schwülwarm mit 26 bis knapp 30 Grad. Am Samstagmorgen sind ein paar gewittrige Regengüsse überm Ländle möglich, abends bevorzugt über den Bergen. Sonst verläuft der Samstag ziemlich freundlich und für mehrere Stunden trocken. Am Pfingstsonntag und Montag muss vor allem jeweils nachmittags auf Gewitter geachtet werden. Sie können vor allem am Sonntag örtlich unwetterartig ausfallen.